Immer ist er am Arbeiten. Tag und Nacht steht er da, in seine Arbeit versunken. Unermüdlich schwingt er seinen Hammer. Die meisten Passanten beachten ihn nicht gross, obwohl seine Grösse beachtlich wäre. Bestimmt kennen sie die Silhouette, der Hammering Man am Eschenplatz. 1989 hat er dort bei der UBS seinen Platz gefunden. Besondere Aufmerksamkeit findet der Hammering Man zur Zeit bei einer Kunstschaffenden, die noch nicht lange in Basel lebt. Sie heisst Suri Jafari, ist aus dem Iran in die Schweiz geflüchtet. Anfang März hat sie eine neue Werkserie angefangen, Arbeitstitel Corona-Kunst. Das neueste Bild aus dieser Serie habe ich für Sie heute mitgebracht. Der Hammering Man, ausgerüstet mit einer Schutzmaske und Schutzhändchen. Es ist mitten in der Nacht, am Himmel stehen Sterne und der Mond. Sie leuchten in der gleichen Art mit Weiss, wie auch die Schutzmaske vom Hammering Man. Die Fenster der Hochhäuser sind teilweise erleuchtet. Die schwarze Silhouette ist weiss umrandet. Haben Sie gewusst, dass diese Skulptur insgesamt 12-mal auf der Welt in verschiedenen Städten anzutreffen ist? Ein Symbol der Arbeit. Sie hat keinen Namen, dafür trägt sie am rechten Bein unten eine Nummer. Arbeit kann eintönig und sinnentleert sein. Positiv sieht das Werk der US-amerikanische Künstler Jonathan Borowski, der die Skulpturen geschaffen hat. Er erklärt das so: Der Hammer bewegt sich zwischen Kopf und Hand. Und in der Mitte ist das Herz. So tun auch wir alle unsere eigene Welt schaffen. Mit Kopf, Hand und hoffentlich auch mit dem Herz. Die Corona-Krise hat unseren Arbeitsalltag stark verändert. So haben wenig beachtete Tätigkeiten eine neue Wichtigkeit bekommen. Was Pflegende für oft wenig Lohn leisten, ist enorm. Selbstständig Erwerbende sind auf sich selber gestellt. Sie müssen Kurzarbeit beantragen. Eltern übernehmen für ihre Kinder Aufgaben von der Schule beim Homeschooling. Viele machen sich Sorgen wegen der wirtschaftlichen Zukunft. Besonders betroffen sind Sans-Papiers, Menschen ohne geregelten Aufenthalt. Sie dürfen nicht auffallen und leben doch zmitzt unter uns. Und wo können Sie Hilfe holen, wenn Sie keine Arbeit mehr haben? So steht in der jetzigen Situation jeder ein Stück weit für sich, wie der Hammering Man. Umso wichtiger sind die staatlichen, sozialen, kirchlichen Netzwerke. Ein angemessener finanzieller Ausgleich kann eine wichtige Nothilfe sein und auch Anstoß für neue Entwicklungen. Was braucht es, damit unser Handeln menschen- und umweltfreundlicher wird? Welche Bedeutung haben in der Welt, wo wir gestalten, Liebe und Solidarität? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was bedeutet für dich ein Menschenkind, dass du für ihn sorgst? Das sind Fragen an Gott aus dem Psalm 8. Ausgangspunkt für diese Fragen ist das Staunen über die Welt, die Gott erschaffen hat. In den Bildern vom Psalm hat Gott Sterne und den Mond mit seinen Fingern ans Himmelszelt geheftet. Und der Mensch,
ist ein Co-Worker von Gott. Auch wenn im Psalm das Wort «herrschen» verwendet wird, es geht nicht darum, dass wir uns die Welt untertan machen. Unser Auftrag ist, zum Leben zu sorgen. Nochmal zum Hammering Man als Corona-Kunst von der Suri Jaffari. Ich lese hier dazu aus dem Psalm 8. Lebendiger Gott, du herrschst über uns alle. Wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. So breite doch deine Majestät aus über den Himmel. Ja, ich betrachte deinen Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt hast. Was sind die Menschen, dass du an sie denkst, und ein Menschenkind, dass du nach ihm siehst? Wenig geringer als Gott lässt du sie sein, mit Würde und Glanz krönst du sie. Du lässt sie walten über die Werke deiner Hände, alles hast du unter ihre Füße gelegt. Lebendiger Gott, du herrschst über uns alle. Wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen.